Darum gibt es keine Instagram-Kommentare. Heidi Klum hat auf Instagram Fragen ihrer Fans beantwortet. Dabei verrät sie auch, warum sie die Kommentarfunktion deaktiviert hat. Heidi Klum, 50, lässt den Hatern keine Chance. Das Model beantwortete nun auf Instagram Fragen der Fans. In einer Story ist zu sehen, dass ein Follower von der Germany's Next Topmodel-Gastgeberin wissen möchte, warum sie ihre Instagram-Kommentare deaktiviert hat. Klum nennt daraufhin als einen der Gründe, meine eigene psychische Gesundheit. Heidi Klum gibt Hassnachrichten keine Chance. Weiter erklärt sie, sie finde es manchmal nicht schön, was die Leute zu sagen haben, und ich denke, es ist nicht gut, sich von dem beeinflussen zu lassen, was die Leute sagen. Sie fügt hinzu, dass das dazu führen könne, dass man nicht das tut, was einem das Bauchgefühl sagt, was man tun möchte. Zudem verriet die 50-Jährige zu der deaktivierten Kommentarfunktion: Ich fühle mich dadurch freier. Zu viel Hass. Für Klum gäbe es zwar einige Gründe für die Instagram-Kommentare, nämlich ihre Fans, aber die Nachteile würden überwiegen. Natürlich bin ich traurig über all die Fans, mit denen ich nicht sprechen kann, aber es gibt einfach derzeit leider zu viel Hass auf der Welt. Weiter erklärt sie, und dafür bin ich nicht da. Auf ihrem Instagram-Account und allem, was sie tue, geht es um Liebe und Glück, bei vielen Menschen jedoch nicht. Sie habe sich einfach davon lösen müssen. Sie sagt, sie mag es auch nicht, wenn Leute miteinander streiten, so etwas habe nichts mit ihr zu tun. Große Vorfreude auf GNTN-Finale. Heidi Klum spricht in der Fragerunde auch über das Finale von Germany's Next Topmodel und darüber, wie sehr sie sich freue, dass ihre Tochter Leni, 19, dabei sei. Das Nachwuchsmodel ist neben dem französischen Modeschöpfer Jean-Paul Gaultier, 71, und dem britischen Modedesigner Christian Cowan, 27, einer der Stargäste in der Show. Das Finale von Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum läuft am 15. Juni ab 20:15 Uhr auf Pro7 und Joyn.